So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wie ihr es wahrscheinlich schon in der Videobeschreibung gelesen habt, gibt es heute nach wirklich sehr, sehr, sehr langer Zeit mal endlich wieder eine Karosserie. Und ja, um welche Karosserie es geht, das zeige ich euch jetzt, denn die werde ich jetzt mal herholen. Ihr seht noch nicht, was es für eine Karosserie ist, obwohl es schon im Titel steht. Aber ja, wir packen das mal aus. So, dann erstmal hier Abklebefolien, Dekorbogen und hier die Karosserie, wobei ihr seht, ich habe da schon ein bisschen vorgearbeitet und die schon mal so ein bisschen markiert. Aber jetzt kommen wir erstmal noch mal zurück zu diesem Bogen. Und zwar steht hier auch drauf dann nochmal, was das für ein Auto ist. Und zwar ist das der McLaren F1. Ja, aber von den Aufklebern hier werde ich eigentlich kaum welche benötigen. Außer natürlich hier hinten, die zum Scheibenabkleben und so. Weil ich hiermit einiges vorhab, wie ihr es auch eben schon gesehen habt. Und ja, ich zeige euch jetzt nochmal die Farben. Nehme ich mal die Karosserie an der Seite. Und zwar wird das meiste in Champagner Gold im Aluminium-Style, sage ich mal. Also die Bezeichnung ist PS52, also von Tamiya. Champagner Gold Aluminium. So. Dann dazu Aluminium Lila. Hier auch nochmal. Und das Ganze muss mit Schwarz hinterlegt werden, damit der Effekt so richtig zur Geltung kommt. Deswegen auch nochmal Schwarz. Also in den drei Farben wird nachher das Auto sein. Und ja, vielleicht gibt es noch die eine oder andere Änderung an der Karosserie, dass ich vielleicht ein Teil doch nicht jetzt, wenn drauf steht, schwarz lackiere, sondern vielleicht doch Gold lasse. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das entscheide ich dann spontan. Und ja, was habe ich noch besorgt? Die stellen wir auch mal an der Seite. Und zwar erstmal noch einen richtig schönen Carbon-Spoiler von Boom Racing. Unten drunter kleben nur die Schrauben. Der war mal verpackt. So, was habe ich noch gekauft? Natürlich wieder Neodym-Magnete. Und dann habe ich auch noch mal ganz kleine, runde Neodym-Magnete. Die sind wirklich sehr, sehr klein. Und ja, die werde ich auch für die Karosserie verwenden. Aber was mit den kleinen auf sich hat, dazu kommen wir auch noch nachher. Genauso wie es, was es mit den Scharnieren, die ich besorgt habe, auf sich hat. Einige können es sich vielleicht schon denken, aber das kommt nachher nochmal. Und ja, was fehlt natürlich jetzt noch für die Karosserie auch? Auspuffrohre. Und da werde ich beide von den Doppelrohr-Auspuff anbringen. Dann, was natürlich noch ganz, ganz wichtig ist bei der Karosserie, jede Menge LEDs habe ich hier noch in verschiedensten Farben. Beispielsweise weiß natürlich, grün, blau, orange, rot. Grün werde ich aber nicht alle anbringen, nur die Farben, die auch passen in dem Sinne. Dafür brauche ich natürlich auch Widerstände. Zum ersten Mal habe ich mir mal keine Lichteinheit gekauft, weil ich das Ganze über einen 9 Volt Block betreiben wollte. Und ja, deswegen brauche ich für die LEDs Widerstände. Ja. Und dann noch, was ich auch noch besorgt habe, ist dieses ganz, ganz feine Streckmetallgitter, Streckgitter, Lochgitter, wie auch immer. Das ist wirklich sehr, sehr fein. Ich weiß nicht, ob man das hier jetzt gerade so sieht. Das ist ganz, ganz fein nur gelocht. Und ja, das werde ich natürlich für einen Kühlergrill und sowas verwenden. Seht ihr dann aber auch noch. Ja, das sind jetzt soweit alle Teile, die ich dafür für die Karosserie jetzt benötige. Und dann fange ich jetzt auch mal direkt an und dann sehen wir uns gleich. So, und dann geht's jetzt mit dieser Karosserie los. Und zwar werde ich jetzt erstmal grob das hier drumherum wegschneiden. Und ja, dann geht's weiter.
So, ich bin jetzt fertig hier mit dem groben Ausschneiden, wie man sieht. Und ja, jetzt werde ich anfangen, das Besondere auszuschneiden sozusagen. Und zwar alle Linien, die an dieser Karosserie gestrichelt sind. Da wird dieses ganz feine Gitter reinkommen. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Ich habe eben schon mal einen Test auf ein Stück Lexan gemacht, da ging es ganz gut. Aber ich hoffe, dass es auch auf dieser Karosserie so funktioniert, die halt nicht komplett gerade ist. Ja, werde ich dann sehen. Entweder das Video ist dann vorbei, weil die Karosserie dann für einen Eimer ist, oder es hat geklappt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, mal gerade ein kleiner Tipp für euch. Also ich habe es jetzt auch am Rand geschnitten, aber das ging echt gut raus. Also man braucht es nur von der Innenseite zum Beispiel einschneiden. Einmal ganz genau, wo man lang will. Und dann kann man es auch schon rausknicken. Nur, ganz wichtig, von außen auch einmal die Linie nachziehen, weil sonst passiert euch das, was mir gerade passiert ist. Und zwar löst sich denn die Folie hier ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob man es gerade sieht. Ja, jetzt nicht mehr. Man sieht es ja ganz leicht, die Folie ist abgegangen. Das ist natürlich blöd nachher zum Lackieren. Deswegen einmal von außen die Linie nachgehen, was ausgeschnitten wird, und dann kann man das auch so rausbrechen, ohne dass die Folie abgeht. So Leute, also der erste Tag ist jetzt auch schon um. Beziehungsweise habe ich für diese Karosserie zum Ausschneiden 1,5 Tage gebraucht. Und ihr seht es auch schon, die Türen sind jetzt draußen. Hinten die Heckklappe ist jetzt auch raus. Und hier vorne beim Motorhaube was. Unten etwas, wo in dieses Gitter reinkommen soll. Und hinten die Auspuffrohre habe ich auch schon mal so groß was ausgeschnitten, da kommt auch noch das Gitter rein, und ja, die beiden Türen ausgeschnitten. Und hier hinten die Heckklappe, hier habe ich auch noch mal was ausgeschnitten für Gitter. Achso, noch mal gerade vielleicht zum Erwähnen, also für die Heckklappe habe ich so 1,5 Stunden gebraucht, die rauszuschneiden, weil das echt dickes, das Lexan hinten halt echt dick war. Für die Türen habe ich beispielsweise für eine 20 Minuten gebraucht, also das ging relativ schnell. Und ja, man muss halt relativ viele Schnitte setzen, bis man es halt sauber rausdrücken kann, beziehungsweise rausschneiden kann. So, und jetzt wollte ich nochmal euch gerade schon mal zeigen, wie ich das mit den Türen machen wollte. Und zwar kommt so ein Scharnier hier unten rein. Und dann halt hier so an die Tür. Ja, mal schauen, ob das alles so funktioniert, wie ich es mir erhoffe, und ja.
gewaschen. Und deswegen werde ich die jetzt auch innen nicht mehr großartig anfassen und sehr vorsichtig auch beim Abkleben gleich sein. Ja, die restlichen Teile habe ich hier noch liegen, die Türen und so. Und was sich immer anbietet, wenn man kleine Flächen lackieren will, wie ich hier außen, man sieht es, ich habe schon abgeklebt da ein bisschen, da muss man mal gucken, was an Aufklebern hier so dabei mitgeliefert wird. Und wie man sieht, habe ich hier auch schon welche verwendet, und zwar sind das diese hier. Und ja, damit könnte man das dann gut abkleben. Sonst einfach, ja, selber ausschneiden, wie auch immer. Und dann werde ich jetzt nochmal den Rest abkleben und ja, dann sehen wir uns, denke ich mal, wenn das alles abgeklebt ist und lackierfertig ist. Also bis dann. So Leute, es ist jetzt heute der vierte Tag und heute wird endlich lackiert, dass wir endlich mal so langsam jetzt ein bisschen sichtbar nach vorne kommen. Und ja, dazu werde ich erstmal nochmal hier die ganzen Türen und die Heckklappe nochmal einkleben, damit ich alles mit einmal lackieren kann. Und ja, dann mache ich das und dann sehen wir uns dann wieder, wenn ich das fertig habe. We'll be right back.
So, ich bin jetzt fertig mit Lackieren. Ich zeig's euch mal von innen. Hab jetzt alles lackiert in die Farben, wie ich sollte. Ich kann euch auch schon mal so einen ganz kleinen Einblick geben. Ja, so sieht man schon was. Aber ich werde jetzt erstmal die Türen und die Klappe wieder rausschneiden. Und ja, dann geht's danach weiter. So, und dann geht es jetzt heute noch weiter mit den Gittern, die beispielsweise in die Heckklappe rein sollen, wofür ich ja die Löcher gelassen habe. Und ja, dafür werde ich jetzt dieses feine Streckmetall-Lochgitter für nehmen. Und ja, das werde ich jetzt erstmal zurechtschneiden und dann in die Karosserie mit Heißkleber reinkleben. Ja, was noch zu sagen ist, ich werde die Karosserie jetzt immer, beziehungsweise auch die Teile, auf so ein Tuch drauflegen, weil ich jetzt schon die Schutzfolie abgezogen habe. Und ja, damit halt da keine Kratzer von außen dran kommen. Und dann fange ich jetzt an, das Gitter zuzuschneiden. So, jetzt ist auch schon Tag 5. Gestern habe ich noch die Gitter komplett alle angebracht. Ich kann es euch ja noch mal kurz zeigen. Vorne, hier oben, hier und hinten mit dem Auspuff das Gitter. Und ja, heute wird es daran gehen, die Türen und Heckklappe wieder zu befestigen mit den Scharnieren und damit es auch zugeht und hält, Neodym-Magneten ganz klein. Dann so kleine Scheiben. Durchmesser glaube ich von 4 mm. Und zwar werden wir so ein Scharnier nehmen. Das von hier unten so mit Heißkleber reinkleben und das andere Ende hier dann in die Karosserie von unten und dann sollte sie das aufklappen lassen. Ja, ich mache es auch zum ersten Mal. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich hoffe. Und ja, dann fange ich jetzt mal an. Thank you.
So, ich habe jetzt endlich nach langer Zeit alles reinbekommen. Hier die Türen, hier die eine Tür, hier die Heckklappe, die andere Tür hier oben. Jetzt endlich alles drin. Und jetzt werde ich erstmal das Auto an die Magnete von damit man die Karosserie befestigen kann. So, dass man die, die werde ich jetzt erstmal dran machen. Und ja, damit ich das Ganze schon mal so ein bisschen aufs Auto raufsetzen kann. So, wir haben es jetzt den 6. Tag, glaube ich. Und ja, heute kommen die LEDs dran. Dazu hole ich nochmal gerade hier die Sachen her. Widerstände, LEDs in verschiedenen Farben. Und natürlich Schläuche, weil ich diesmal nur Lichtschläuche machen werde und auch nicht relativ viel, sondern nur hinten rot und vorne weiß, weil mehr braucht die Karosserie nicht. Die sieht schon so mega geil aus. Spoiler habe ich übrigens auch schon angebracht. Wenn das dann fertig ist, dann nach unten Auspuff, da kommen wahrscheinlich auch noch LEDs rein. Vielleicht mache ich da noch was anderes, mal immer überlegen, weiß ich auch noch nicht ganz genau. Das überlege ich mir dann spontan. Was ihr im Hintergrund wahrscheinlich hört, ist nur gerade mein Lötkolben. Der wird gerade aufgewärmt. Und ja, hier Schläuche in verschiedenen Größen, wie man sieht. Ich glaube, ich fange einfach mal an. Und ihr begleitet mich ein bisschen dabei, könnt sehen, was ich so mache und ja. So, nach nun gut 7 bis 8 Tagen ist das Teil endlich fertig und ich will jetzt auch gar nicht so viel sagen. Guckt es euch einfach an und ja, hier ist der McLaren. Ich finde, er ist richtig nice geworden, auch mit seinen Türen und so. Die Lichter vorne, ich kann ja einmal gerade den so ein bisschen drehen, so einen kleinen Rundumblick. Ich finde, es ist einfach noch mega gut geworden. Das dunkle Lila an den Seiten, ich habe es auch mal ein bisschen heller gemacht. Und hinten jetzt hier noch die Lichter. Hier oben der Spoiler aus Carbon. Einfach nur geil, meiner Meinung nach. So. Und dann natürlich noch das, was ihn auch mit am meisten auszeichnet, sind seine Flügeltüren. Und genauso natürlich hinten auch die Heckklappe. Müssten auch eigentlich halten so. Ja, einfach nur mega nice. Und ja, das war's jetzt mit diesem Video zu dieser Karosserie. Ich hoffe, die Karosserie hat euch wieder genauso gefallen wie mir selber auch.
Und ja, ich zeige euch jetzt auch noch einmal ein bisschen von oben. Genau. Ist wirklich eine sehr breite Karosserie. Aber geil. Ein Testvideo, also ein Fahrtvideo davon werdet ihr demnächst auch noch sehen. Und dann ciao und bis zum nächsten Mal.